Hallo, hier sind wir wieder von Let's Talk Romance. Mirjam. Hi. Und Katrin. Hi. Birte, auch von Let's Talk Romance, und ich waren letzte Woche nach der Love Letter Convention beim Kindle-Light Dinner. Und das war eine ganz tolle Veranstaltung. Da haben nämlich 4 Autoren gelesen von Amazon, und zwar Ina Straubing, Stefanie Ross, Conny Brockway und Katja Piel. Und Amazon war total nett zu uns und hat uns Bücher mitgegeben von diesen 4 Autoren, die wir haben alle auch signieren lassen für euch und die wir jetzt verlosen. Soll ich mal auspacken? Genau. Dann zeigen wir euch mal, was da alles so drin ist in den Tüten. Es knistert jetzt verheißungsvoll. Also einmal Ina Straubing. Die Liebe ist ein Trampeltier. Genau, sehr witzig. Und signiert. Wie Katrin schon gesagt hat, signiert. Extra für unseren Blog. Genau. Für die Leser. Dann das nächste. Conny Brockway. Verspricht mir den Himmel. Auch signiert. Das geht aber noch weiter. Genau. Ich verschwinde mal wieder aus dem Bild. Katja Piel, Schwanzauber. Silberlicht. Genau. Und auch signiert. So, und jetzt haben wir noch. Eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Jetzt kommt der richtige Schinken. Ja, ein ganz dickes Buch von Stefanie Ross, Nemesis, verkaufte Unschuld. Ist, glaube ich, eher ein Krimi als... Ja. Sie hat ja vorgelesen, ne? Genau, hat sie. Also klingt sehr verheißungsvoll und sehr spannend. Also es wird mit Sicherheit nicht langweilig beim Lesen. So, die 4 Bücher gibt es für euch. Und vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten mit dazu. Ja, da war... Die sozusagen als Überraschung sind, die wir jetzt natürlich trotzdem verraten. So. Da hat Amazon mal zugelegt. Genau. Weil Amazon war der Spendabel und hat dann direkt uns 3 Typen mitgegeben. Oder euch, damit wir es auch im Blog verlosen können. Genau. Was wir hiermit tun. So, und alles, was ihr dafür tun müsst, um dieses Paket zu gewinnen, ist. Was war die Frage? Nämlich, was war euer letzter Liebesroman einer deutschen Autorin? Genau. Das würde uns sehr interessieren, wen ihr für euch entdeckt habt im deutschen Liebesromanbereich. Also teilt uns das mit auf unserem Blog, ihr kennt die Adresse. Viel Spaß, wir freuen uns drauf, die Pakete an euch zu verschicken. Es kann neue Autoren sein, genau. Es kann alte Hasen sein, es kann ganz Bekannte sein, total Unbekannte, vielleicht eine Freundin von euch, die schreibt oder den ersten Roman veröffentlicht hat. Wir freuen uns auf eure Antworten. Teilt eure Entdeckung mit uns. Dann viel Glück. Genau, viel Glück. Bis bald. Bis dann. Tschüss.